Ja, hier ist Achim Weidner aus Rüsselsheim am Main, heute im Keplerring in Rüsselsheim mit dem Schollenhocker Bengt Vosser und dem Stadtverordnetenvorsteher, der hier sein neues Projekt vorstellt. Jens, was habt ihr hier vor? Ja, es gibt wieder ein kleines Projekt von mir, und zwar habe ich mir überlegt, es gibt interessante Menschen, die in interessanten Wohnhäusern, privaten Häusern wohnen. Wir alle kennen die Gebäude in Rüsselsheim, öffentliche Gebäude, die diese Stadt auch ausmachen. Das sind die Opelvillen, das ist die Festung, vieles andere. Aber es gibt auch sehr interessante private Wohnhäuser und es gibt interessante Menschen, die in diesen Wohnhäusern wohnen. Und da sind wir heute bei einem zu Gast, nämlich beim Bengt Vosser. Und das gucken wir uns heute mal ein bisschen an. Ja, Bengt, an dich kurz die Frage, es gibt Leute, die kennen dich nicht, soll es auch geben. Stell dich schon mal bitte kurz vor und wo wir hier sind. Ja, ich bin eigentlich alter Rüsselsheimer, ja, und bin Sammler und Jäger und wohne halt hier. Und du bist Schollehocker, hast du gesagt. Ich bin Schollehocker. Das musst du jetzt erklären. Das ist super, Schollehocker, das gefällt mir. Ja, ich interessiere mich wirklich, was auf der Erde so vorgeht, ja, also kulturell, mir hat Afrika früher immer gefallen und so, und ich habe mir immer Bücher gekauft, da gab es ja nicht so viel wie heute, wenn du da ein Buch über Afrika hast, wunderbar, hat mich alles interessiert, aber ich muss nicht unbedingt jetzt verreisen. Ja. Ich habe es ja vorhin angedeutet, mir wäre es am liebsten, wenn Afrika oder Indien ein Hassloch wäre, dass ich abends wieder nach Hause kann und mich mal ins Bett legen kann. Jens Krode und Bengt Vosser. Jens, nochmal zu deinem Projekt. Was hast du sozusagen als Konzept vor mit dieser Videoreihe? Es fängt eigentlich damit an, ich habe, als ich mein Amt als Stadtverordnetenvorsteher angetreten habe, gesagt, ich werde mich um zwei Bereiche inhaltlich kümmern. Das ist einmal das Thema Demokratie und das Thema Identität der Stadt Rüsselsheim. Und zu dem Thema Identität dieser Stadt habe ich mir gedacht, gibt es noch diesen Aspekt? Vieles ist schon beleuchtet worden, die großen öffentlichen Gebäude, Opelvillen, Festung, aber private Wohnhäuser und die interessanten Bewohner da drin. Es gibt sehr interessante private Wohnhäuser und wir sind eben in einem sehr interessanten Haus, nämlich dem vom Bengt Vosser. Und es ist auch noch toll ausgestattet mit ganz viel Kunst, mit ganz viel interessanten Dingen. Und da lohnt es sich mal genauer hinzugucken und mal zu schauen, was steckt denn da alles drin. Und da hast du jetzt die Pläne schon hier auf dem Tisch, jawohl, Bengt? Da haben wir schon die Pläne hier, ja. Hochinteressant. Ja. Kann der Bengt gut was dazu sagen, ja, zu dem Architekten? Ja, ja. Also der Architekt, der Walter Harnik, der hat in Frankfurt gearbeitet und hat zu der Zeit die Deutsche Bank gebaut. Ja. Und, aber er war so freundlich, auch für uns so ein Haus zu bauen. Und das Haus hat mehrere Ideen, die mir sehr gut gefallen. Also das Haus, das Süden ist hier, das heißt, das Haus steht mit der schmalen Seite nach Süden und hat hier einen Innenhof reingemacht, damit im Winter auch also Licht im Haus hast. Ja. Und dann haben wir hier das, den Wohnbereich und die Küche, und der wird durch so einen schmalen Gang mit den Kinderzimmern und dem Schlafzimmer und den Nasszellen verbunden. Was mir noch gut gefällt, ist, dass er hier eine Treppe in die Keller und Waschküche gemacht hat, der nicht so, das, wo das Treppchen nicht so daneben runter geht, sondern das ist so wie so eine Schlucht im Garten. Ja. Also das ist ein Teil vom Garten. Mhm. Du bist ja 1971 hier eingezogen. Ja. Jens und ich, wir rechnen jetzt, wie alt wir da waren, also kleine Jungs. Ja. Also hier bist du mit deiner Familie hier eingezogen, mit zwei Kindern, deswegen ist das anderthalb geschossig. Ne? Ja. Du hast jetzt ja noch einen tollen Garten, der ist ja so, den jetzt mittlerweile alle wegen den Bienen so lieben. Wie ist denn dieser Garten geworden, wie er ist? Wie der entstanden ist, ja, das war ein ziemlich sandiger Acker gewesen, war nichts drauf und so. Und da habe ich mir gedacht, da machst du ein schönes Sandbiotop. Aber das hat nicht funktioniert, aber ich wollte schon immer Wildpflanzen haben. Ja. Und der Garten, der ändert sich, also der ändert sich wirklich. Mal ist alles voll mit Ginster. Im nächsten Jahr ist er zusammengebrochen, kommt was anderes, also es sieht immer anders aus. Du bist aber ein richtiger Ur-Rüsselsheimer, hast du erzählt, bist zwar in Oberhessen kriegsbedingt geboren, aber bist in Rüsselsheim groß geworden. Mhm. Und dieses Viertel hier, der Keplerring, der ist ja architektonisch mit so einem Art, wie sagt man, Flachdach, Bungalow. Ja, also Bungalow-Siedlung, musst du da, also du musst ein Bungalow bauen. Mhm.
Jens, wie siehst du denn das Viertel hier in der Komposition? Ich finde es hier sehr spannend, weil, was Bengt eben gesagt hat, damals gab es die Vorgabe, hier nur Flachbauten. Und wer sich in Rüsselsheim auskennt, wenn man hier einbiegt, dicker Busch, Keplerring, aber auch vorne, dann sieht man erstmal nur die Hochhäuser, dann fährt man, ich sag mal, um die Ecke und dann sieht man dieses Ensemble von Flachbauten, von Bungalows, die eben typisch für die 70er Jahre sind. Und das finde ich an einer Stadt schön. Du fährst durch eine Stadt und du hast einfach verschiedene Bereiche, die auch architektonisch besonders auffallend sind. Und so ist das auch in Rüsselsheim. Es gibt diese besonderen Ecken und dazu gehört das Haus von Bengt. Typisch für diese 70er Jahre, mehrere nebeneinander, ganz toll. Ja, und hier ist es besonders schräg, normale Familien, Einfamilienhäuser, dann die Hochhäuser und dann hier die Bungalows. Das ist schon irre. Ja, ja. Sehr abwechslungsreich. Ja. Schöne Kamerad hier. Beng, du bist Jäger und Sammler. Dein ganzes Haus ist voller Kunst. Ein Teil ist ja wohl schon in einem Museum in Zürich. Da ging es um Musikinstrumente. Was sehen wir denn jetzt hier? Das ist aus Nepal eine Adorantenfigur in einer Masterhaltung, also so in der betenden Haltung. Adorant müssen wir erklären. Adorant ist einer, der anbetet. Aha. Ja. Und als Sammler und Jäger hast du natürlich nicht nur einen armseligen Adorant, sondern du hast die ganze Bude voll, wie da hinten zum Beispiel. Also alles heilig hier sozusagen. Ja, genau. Das ist eine ganze Adorantenarmee. Ja, ja, also das ist sozusagen höchste Schutzklasse, dieses Haus. Ja. Du hast auch Musikinstrumente, das hast du uns vorhin erzählt, die stehen in der Schweiz. Das ist auch so eine ganz besondere Art gewesen. Ja, das sozusagen ist von einem Stamm aus Indien, von Santal. Die machen halt viel anthropomorphe Musikinstrumente. Also das sind Musikinstrumente, die Menschen aussehen. Okay. Ja. Ja. Jens, hast du sowas schon mal gesehen? Nee, also das ist wie ein kleines Museum hier beim Bengt, finde ich auch ganz toll, passt auch so seiner Persönlichkeit, er hat es ja selber gesagt, Jäger und Sammler, und es ist schön bunt und ich glaube, er kann zu jedem Stück hier, kann er eine Geschichte erzählen, das ist natürlich auch ganz fantastisch. Ja. Hier, ich bin ja auch Sesselreisender, also gebildet, der sozusagen viel liest, das finde ich ja ganz wichtig, dass man dann auch Leute, die viel verreisen, erklären kann, wo sie hin sollten, wenn sie reisen. Erklär mal deine Philosophie als Stuben, wie Schollerhocker, ja? Schollerhocker. Das müssen wir vertiefen. Ich interessiere mich schon für die Welt, also vor allem für das kulturelle Aspekt, ja. Für andere Kulturen, wie die Leute zu was kommen. Aber ich muss da jetzt nicht unbedingt vor Ort sein. Also wir sind CO2-neutral, was unsere Erkenntnisreisender betrifft. Also Vorbild. Ja. Gut, erstmal vielen Dank. Dann gehen wir jetzt mal in die Küche und setzen uns dahin. Herrschaft. Ja, hier wird jetzt nochmal deutlich, dass es hier ein sehr kommunikativer Ort ist. Man sieht es hier an dieser Durchreiche, Blick zur Küche. Bengt, du hast vorhin auch schon erzählt, das war dir auch wichtig, ja? Oder ist prägend für dieses Konzept, dieses Architekten, den du da vorhin so ein bisschen beschrieben hast, dass hier viele Möglichkeiten ist zu kommunizieren, aber es ist natürlich auch ganz praktisch, wenn man aus der Küche was rausgeben kann. Genau. Und wir wissen ja, die besten Partys enden immer in der Küche. Ne? Da ist am Schluss das Highlight. Bengt, was gibt's bei dir zu essen? Heute gibt es nur eine Bohnensuppe. Naja, also wer so viel die Welt vom Sessel her bereist hat, der hat natürlich auch wahrscheinlich nicht nur Kunst mitgebracht oder gelesen, sondern auch interessante Gerichte. Ja, das war eine wichtige Sache, zum Beispiel eine Tagine mit Hühnertagine mit eingelegter Zitrone. Das ist so eine Art Römertopf, ne? Habe ich gelesen. Ja. Hast du hier oft Gäste? Sieht so aus, als hättest du hier... Früher mehr als heute. Ja. Weil wir waren ja vierköpfige Familie, jetzt ist nur noch eine. Ja. Gut. Wir gehen jetzt nochmal raus in euren Garten. Also wir haben jetzt hier gesehen, der Beng lebt hier im wahrsten Sinn des Wortes offen. Ja? Das ist architektonisch auch wunderbar gelungen. Man kann sozusagen von hier aus 360 Grad alles sehen. Und das heißt... Das ist auch so, wir haben keine Schränke gesehen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Ja. Weil wir kommen ja nachher, oder wir haben die tolle Geschichte gehört, dass man bei dir aus dem Bett durch den begehbaren Kleiderschrank ins Bad gehen kann. Ja, so ist es tatsächlich. Das ist schon ein Hammer, ja. Ja, ja. Ja, und wenn man vorne reinkommt, da ist der gleiche Schrank, da sind die Sachen für den Boden sauber zu halten und so. Ja. Und auch gleichzeitig eine Garderobe für die Gäste zum Beispiel. Und die Kinder, die haben auch eingebaute Schränke gehabt. Das wäre schon sparlos, ne? Ja.
Hier sind wir in dem wunderschönen Garten vom Beng. Beng, was ist die Philosophie deines Gartens? Ja, das war eigentlich schon immer so, dass ich den Natur belassen haben wollte. Ja. Aber der Garten, der macht auch oft, was er will. Manche Pflanzen wachsen, dafür wachsen die anderen umso mehr. Und von Jahr zu Jahr sieht er immer wieder anders aus. Also der Garten macht sich selbst sozusagen. Ich mache da gar nicht so viel. Genau. Jens, du bist ja hier der Ideengeber dieser Tour, die wir ja heute beginnen. Was nimmst du mit für deinen Garten? Also ich nehme vor allem mit, dass man seinen Garten wirklich toll gestalten kann. Mir gefallen zum Beispiel sehr gut die Grenzsteine, die alten, die der Bengt hier gesammelt hat. Aber auch hier Jugendstil-Elemente, die er irgendwo gefunden oder gekauft hat. Und hier ganz toll auch historische Straßenschilder. Ganz toll. Die sind auch hier sogar aus der Gegend, oder? Bengt, wo hast du die her? Also das war wie es im 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert typisch war, hat man viele gegossen. Das war aus Gusseisen ein Wegweiser und der ist bei Arbeiten ist der zerstört worden und lag da und ist zugewachsen. Und dann habe ich mir die Teile mitgenommen, die zu transportieren gingen. Ja, dann danken wir dem Bengt, dass er uns hier aufgeschlossen hat, Rüsselsheim zugelassen hat und wünschen dir noch einen schönen Sommer. Und dass du nicht so viel gießen musst. Ja, genau. Und wir weisen darauf hin, es geht weiter in dieser Reihe. Und da gibt es nochmal ganz andere interessante Häuser und Menschen. Die gucken wir uns auch noch an.